Willkommen zurück bei Final Fantasy VII. Die letzte Folge war echt actionreich. Cloud hatte sich einem anderen Elite-Soldaten gestellt. Wir müssen jetzt mit Jesse, Biggs und Wedge versuchen, aus Sektor 7 zu flüchten. Ich habe ja auch am Ende der letzten Folge nochmal meine Materia getauscht. Ich habe jetzt wieder Vitra drin. Ich werde mit der Zeit natürlich auch versuchen, die einzelnen Kampfberichte von Chatley zu aktualisieren, sofern das dann auch möglich ist. Aber es wäre wirklich von Vorteil, wenn unsere Waffe oder unsere Ausrüstung endlich mal ein paar mehr Materia-Slots hätte, denn das wäre variabler. Ich glaube, es war hier. Oh, Bingo! Hä? Um ehrlich zu sein, habe ich es meinem Vater fast nicht geglaubt. Aber er hat die Wahrheit gesagt. Fallschirme? Hm. Du bist auf gut Glück hierher gekommen? Man wird doch mal was riskieren dürfen, oder? Hm. Wird sicher lustig. Hey. Na dann, vielen Dank. Ohne euch hätte ich das nicht geschafft. Und Jungs, bis nach der Mission morgen bleibt diese Sache unter uns, okay? Tifa und Barrett haben genug Sorgen. Hm? Gut, dann mal los! Spring schon! Cloud, bring Wedge nach Hause. Klar. Oh, fast hätte ich's vergessen. Cloud! Hey, bist du verrückt? Was soll das denn werden? Hey, was soll das denn? Das frage ich mich auch. Deinen restlichen Lohn kannst du dir später bei mir abholen. Liegt schon? Nein, noch nicht! Warte, Cloud! Keine Zeit. Sei doch nicht immer so streng, Kumpel. Ich bin nicht dein Kumpel. Ich hab mich da oben ganz schön blamiert. Alles misslingt mir. War doch okay. Du hast dich für uns eingesetzt. Sei stolz drauf. Wie? Wir haben gerade echt einen Lauf. In letzter Zeit allerdings. Alles Clouds Verdienst. Ja. Zusammen sind wir echt unschlagbar. Also, ich komme auch alleine nach Hause. Ist ja nur eine leichte Verbrennung. Kommt gar nicht in Frage. Danke, Kumpel. Na, ist schon gut. Mir nach! Ob Jesse und Biggs schon zurück sind? Hm. Was dagegen, wenn wir bei ihnen vorbeischauen? Die wohnen gleich auf dem Weg. Okay. Das machen wir gleich. Wedge, ich mag den ja. Der ist so trottelig nett, finde ich. Irgendwie ist er so ein kleiner Tollpatsch. Ich schaue mich hier vorne nochmal kurz um und werde natürlich auch mal die Karte aufrufen. Übrigens, da wo Wedge jetzt stand, das ist wieder ein Punkt, wo das Original genauso war. Ab da an wird es jetzt sicherlich auch wieder so weitergehen. Alles das, was wir in der letzten Folge gesehen hatten, wo wir da gegen den anderen Elite-Soldaten gekämpft hatten, das kam natürlich nicht im Original vor, aber ich habe euch ja schon mehrfach erzählt, das Remake weitet natürlich sehr viele Hintergründe aus und ich finde es einfach echt schick gemacht. Wir befinden uns jetzt auch noch hier auf den Rostpfaden. Ja, das ist das, wo ich schon mal war, glaube ich.
Ja, genau. Ja, okay. Das muss ich mir ja nicht nochmal näher anschauen, das kannten wir ja schon. Da sind wir ausführlich mit Tifa rumgelaufen und haben da den ein oder anderen Auftrag erledigt. Wo war denn Wedge nochmal? Ach so, da vorne. Hat Chatley noch irgendwas Neues für uns? Ich rede mal mit ihm. Cloud, ich würde mich sehr freuen, wenn du mich auch weiterhin unterstützt. Nee, leider hat er das nicht. Natürlich machen wir das, Chatley. Wir sind ja schon dabei. Ich versuche ja schon gewisse Kampfberichte für dich abzuschließen, aber das dauert manchmal auch. Ich freue mich auf weitere Daten zu meinen Kampfberichten. Das glaube ich dir. Können wir eventuell beim Waffenhändler noch was Neues ersteigern? Dank dir kann ich mich in letzter Zeit Vorbestellungen gar nicht mehr retten, Alleskönner! Haben wir noch gerne gemacht. Nee, der hat nichts Neues. So ein richtig starker Kerl soll jetzt bei uns mitmachen. Na denn, Wedge, zeig mir mal den Weg, wo wir hin müssen. Hier wohnt Bix. Scheint noch nicht zurück zu sein. Sieht so aus. Wahrscheinlich sind die wieder wild am Analysieren. Also, gibt nach jedem Einsatz so eine Art Nachbesprechung. Kann ziemlich hitzig dabei zugehen. Hätte ich nicht gedacht. Mach mir etwas Sorgen. Ach, egal. Dann lass uns mal zu Jesse gehen. Hab mich mit ihnen gestritten, weil ich Jesse wollte uns ja noch eine Belohnung geben. Ich bin echt gespannt, was das ist. Vielleicht hat sie sogar noch eine neue Beschwörungsmateria. In diesem Wohnheim lebt Jesse. Aber Männer dürfen da nicht rein. Aha. Sie wohnt mit anderen jungen Schauspielerinnen zusammen. Komm bloß nicht auf dumme Gedanken. Hörst du? Sicher nicht. Die anderen Mädels reden nämlich gern. Das ist in unserer Situation zu riskant. Fliegt die Sache mit Avalanche nicht auf? Niemals. Immerhin ist Jesse eine ziemlich gute Schauspielerin. Aber trotzdem. Komm bloß nicht auf dumme Gedanken. Was soll das heißen? Brauchst gar nicht so unschuldig tun. Naja, Cloud ist zwar ein Frauenschwarm, aber auch er weiß, wo Grenzen sind. Aber können wir das hier öffnen? Männer haben da drin nichts zu suchen, sagte ich. Ja, Wedge, ist ja gut. Ich wollte sie nur mal ausprobieren. Entschuldigung. Wusstest du von der geheimen Arbeit im Cloud hätte ja vielleicht auch mal durch Schlüsselloch gucken können. Na kommt, meine Kleinen. Kommt schon her. Wir haben Besuch. Die drei hier haben heute aufs Haus aufgepasst. Na dann. Danke fürs Nachhausebringen. Die Wunde, schmier was drauf. Wird gemacht, Kumpel. Hör bitte auf, mich so zu nennen. Keine Angst, meine Schnuckis. Der Cloud ist ein ganz lieber. Von hier aus seid ihr. Fein, wie brav ihr seid. Hey, Mouncy, schmollst du etwa? Na, Bunny? Süß wie immer. Komm, kannst ruhig eine streicheln, Kumpel. Welche findest du denn am niedlichsten? Kannst du die unterscheiden? Klar, ist doch meine Familie. Das sind Sir Mouncelot, Madame Bunnybun und Pashadora. Höchster Freud. Die haben ja tolle Namen. Ich red mal nochmal mit Wedge. Mal gucken, was er nochmal zu den Katzen sagt. Wär toll, wenn du mal nach Bix und Jesse schauen könntest. Wir sehen uns morgen, okay? Alles klar, Wedge. Halt die Ohren steif und denk dran, schmier was drauf, hat Claude ja schon gesagt. Die eine Katze heißt Sir Mouncelot. Auch geil. Also echt. Was haben wir denn hier noch auf der Karte? Ich bin schon wieder falsch gelaufen. Shinra wird uns beschützen, oder? Ich hab mich halt in seine Karte. Da bist du ja, Cloud. Hab grad an dich gedacht.
Na dann. Hier, bitte. Gute Arbeit, Herr Alleskönner. Ah. Und weil du so toll warst, noch was extra. Ich denke, das reicht. Na gut, morgen Abend schon was vor. Da hab ich nämlich sturmfrei. Ja, schön für dich. Kannst du jetzt bitte loslassen? Mach ich, aber nur, wenn du kommst. Ja, Claude, ich hab's dir ja gesagt. Du kommst wirklich super bei den Frauen an und ich habe mir da schon gedacht, dass Jesse auf ihn steht. Ich sag jetzt einfach mal ja. Denn das mit Tifa, das ist ja auch noch so ein bisschen in der Schwebe und wir tun einfach mal der lieben, netten Jesse einen Gefallen und kommen mal vorbei. Könnte ja ein lustiger Abend werden. Okay, okay. Ich denk drüber nach. Juhu! Ich hab auch noch eine besondere Pizza im Kühlschrank. Jesse Spezial. Mit Malken, Lucken, schwarzen Müllen und roten Schillen. Na? Die Belege sagen mir nichts. Bist du süß, Cloud? Schon gut. Überlass alles einfach mir. Träum süß. Von Sauerkraut. Der war ja geil, der Spruch zum Schluss. Das habe ich auch noch nie gehört. Zu geil gemacht. Ich frage mich wirklich, wo Jesse die ganzen Materie her hat. Wir haben ja von ihr die Ifrit-Substanz bekommen und jetzt haben wir auch noch die Barriere-Substanz bekommen. Ich muss mal schauen, ob das auch so ist wie im Original, ob das 3 Stufen hat. Ja genau, hat es. Es ist 1:1 wie im Original. Die erste Barriere schützt uns natürlich vor physischen Schaden, die zweite Stufe von der Barriere vor Magieschaden und die dritte Stufe ist natürlich die sogenannte Mauer, also es wird hier als Wall dargestellt. Aber das schützt uns dann natürlich vor physischen und magischen Schaden. Haben sie 1:1 wie im Original übernommen. Finde ich richtig toll. Hab mich mit ihnen gestritten, weil ich aus Midgar weg bin. Oh, Cloud! Schön, dich zu sehen. Wo ist Wedge? Zu Hause. Ah, das freut mich zu hören. Wir sollten alle gut schlafen. Morgen ist ein wichtiger Tag. Sah den Plan schon scheitern, als Wedge meinte, er sei angeschossen worden. Vor Barrett hätte ich das nie verantworten können. Schließlich sind wir ohne sein Wissen auf die Platte gegangen. Aber wir hatten auch nicht wirklich eine Wahl. Ging schließlich um Jesse. Bix. Jesse bastelt jetzt vermutlich die Bombe. Ob sie die überhaupt rechtzeitig fertig kriegt? Vielleicht sollte ich ihr helfen gehen. Beruhig dich. Hm? Tut mir leid. Aber ich habe da so ein mieses Gefühl. Sowas wie eine seltsame Vorahnung. Verstehst du? Denk an Slum-Regel Nummer 1. Hast recht. Gute Nacht. Dir auch. Vielen Dank für alles, Cloud. Ich möchte euch ja nicht zu viel verraten, aber das, was Bix gesagt hat, wird noch eine sehr tragische Wendung nehmen. Das hat er nicht umsonst gesagt. Aber das werden wir noch sehen, was dann passiert wird. Und wir gehen jetzt erstmal in unser Apartment, hauen uns aufs Ohr und warten, bis der nächste Tag anbricht. Ja? Warst ziemlich lange weg. Nur spazieren. Aha. Weißt du, ich habe Johnny getroffen. Er sagt, er verlässt die Stadt. Hm? Ah, der Typ. Was machst du? Bleibst du denn noch eine Weile hier? Eine alte Freundin steckt in Schwierigkeiten. Ich helfe ihr. Das muss ich. Hab's mal versprochen. Damals hätte ich nicht im Traum daran gedacht, dass es so schlimm wird. Willst du vielleicht reden? Ich bin da.
Wie? Cloud, was ist denn mit dir los? Wieso? So einfühlsam kenne ich dich gar nicht. Ist das schlecht? Mm-mm. Im Gegenteil. So machst du Marlene auch keine Angst mehr. Jedenfalls bin ich erleichtert, dass du wieder da bist. Aber jetzt bin ich müde. Ich gehe besser ins Bett, auch wenn ich am liebsten die ganze Nacht reden würde. Okay. Schlaf gut, Cloud. Du auch, Tifa. Schlaf. Vergiss all deine Sorgen. Cloud! Was ist los? Schnell! Komm mit! Wir wollten gerade aufbrechen, als die plötzlich auftauchten. Und jetzt? Barrett und Jesse kämpfen, aber lange geht das nicht gut. Nichts wie hin. Ja. Bereit? Immer. Schnell, zur Bar. Ach du heilige Scheiße, warum sind die Viecher jetzt hier auf einmal aufgetaucht? Und warum können die andere auf einmal sehen? Ich bin bereit. Nichts überstürzt. An die Arbeit. Zwecklos. So wird das nicht. Ja! Hast du gerade Nachschlag gesagt? Wir machen mal Hackentritt. Das war ja nice. Wir konnten das zweimal machen. Na, viel Erfolg. Zieh dich zurück. Bringt das überhaupt was? Verrecke! Übernimm du. Überlass das mir. Zack! Und? Ja? Was sind das für Kreaturen? Sie werden durch Berührung sichtbar. Mehr kann ich dir leider auch nicht sagen. Nicht mal ein Soldat weiß was über sie. Ich weiß, dass man sie töten kann. Oh nein! Nicht schon wieder. Gibt's noch einen Weg? Ja, hier lang. Hier also auch. Ich habe das Gefühl, die versuchen uns aufzuhalten. Cloud, hier lang. Muss ein Albtraum sein. Die überschwemmen die Slums ja regelrecht. Geh mir nicht unter. Ich bleib nicht hinter dir. Wir sind gleich bei der Bar. Ich höre schon Barrett. Habe ich doch gerne gemacht, tief alleine. Ja. Was zum...
volle Konzentration. Bis hier und nicht weiter. Was macht es jetzt? Nachschlagen! Nicht mit mir! Jetzt! Ich zähle auf dich. An die Arbeit! Das wird so nichts. Irgendwas ist anders. Ja. Na? Zack! Nachschlagen! Was hat das vor? Genau so! Verdammt, wo ist das Ding, was ich gerade bearbeitet habe? Laut, warte, ich helfe dir. Scheint nicht, als ob es aufgeben will. Verdammt, ich konnte ihn nicht schocken. Was denn überhaupt für komische Viecher? Naja, in diesem Giftsumpf, da wundert mich mittlerweile eigentlich gar nichts mehr. Tja, schönen Dank auch, Shinra. Alles okay? Das würde ich ja gerne behaupten, aber... oh. Sonst bin ich nicht so ein Tollpatsch. Es tut mir wirklich leid. Ach was. Bist du etwa verletzt, Jesse? Bist du in Ordnung? Jetzt übertreib mal nicht. Ich bin topfit. Naja, trotzdem solltest du dich ausruhen. Quatsch! Du setzt dich hin und ruhst dich aus. Wie? Und was ist mit der Mission? Bix ist doch längst im Reaktor. Es gibt jetzt kein Zurück mehr, Barrett. Ich mach deinen Teil einfach mit. Das wird ja immer besser. Mach dir keine Sorgen, Jesse. Ich springe für dich ein. Cloud, wärst du einsatzbereit? Das kostet aber extra. Am Geld soll's nicht scheitern. So, Cloud ist dabei. Dann weiter nach Plan. Pass mir ja gut auf meine Leute auf. Hm. Wedge, du bleibst hier bei Jesse und Marlene. Wie? Aber ich kann doch mitkommen. Du musst sie beschützen, Wedge. In Ordnung? Alle wissen, was zu tun ist? Unser Ziel ist Reaktor 5. Wir treffen uns am Bahnhof, sobald alle soweit sind. Hm. Hier hast du dein Geld. Das sollte aber mehr als genug sein.
Soldat, ich zähle auf dich. Astrein, wir haben die nächste Mission bekommen. Das ist sehr nice. Und Cloud weiß auf jeden Fall, was das für Geister sind. Ich kann euch das gar nicht erklären, das ist einfach zu ausführlich. Ich bin mir jetzt auch nicht sicher, ob ich dann was Falsches sage oder was durcheinander bringe. Wir werden es ja sowieso im Remake erfahren. Jesse ist jetzt erstmal verletzt. Wedge muss hier die Stellung halten in der Bar des siebten Himmels. Ich kann ja mit den beiden nochmal schnell reden. Kümmere dich um die anderen. Okay, Kumpel? Jetzt verpasse ich schon wieder einen wichtigen Auftritt. Vielleicht ist das ja meinem Lampenfieber zuzuschreiben. Gebt immer ein nächstes Mal. Ach, versuchst du etwa, mich zu trösten? Danke, Cloud. Haben wir noch gern gemacht. Erhol dich auf jeden Fall erstmal, Jesse. Bevor es dann aber auch mit der nächsten Mission weitergeht, möchte ich nochmal kurz hier eine Runde Dart spielen. Ich weiß ja jetzt ungefähr, wie es geht und was ich beim letzten Mal falsch gemacht habe. Triple 1. Aha. So knapp daneben. Der sogenannte Vorführeffekt. Aber ich weiß ungefähr, was ich machen muss. Ich muss im richtigen Augenblick drücken. Wenn das Zielfenster halt so klein wird. Das war schon mal richtig. Triple 20, jawohl! Verdammt, jetzt habe ich so früh gedrückt. Ich würde fast schon sagen, beim letzten Mal war ich besser. Aber Triple 20 zu treffen mit großartig, das reicht ja aus. Ich glaube, ich habe im letzten Mal auch 5 Runden gebraucht. Jawohl. Jetzt die 33. Triple 11 muss ich dafür treffen, oder? Damit hätten wir es geschafft. Mal gucken, wie weit ich diesmal in der Rangliste gestiegen bin. Ich habe jetzt auf jeden Fall weniger Würfe gebraucht als beim letzten Mal. Nämlich 10 Würfe, aber ich komme damit immer noch nicht in die Rangliste. Aber doch bin ich. Ich bin an 7. Stelle. Na, Wedge, beim nächsten Mal schlage ich dich doch glatt. Ich probiere es einfach nochmal. Ich möchte auf Platz 1. Einmal versuche ich es noch. Naja, gut, mit 20 anzufangen geht ja schon mal. Ah, das hätte die Triple 20 sein müssen. Wie viele Runden habe ich davor gebraucht? 4 Runden, 8 Würfe oder sowas? Kann das sein? Warum war das nicht die Triple 20? Verdammt, ich habe zu spät gedrückt. Aber schön, wie die beiden Pfeile nebeneinander stecken. Ich versuche das jetzt in dieser Runde zu beenden. Ah, verdammt. Ich hätte noch abwarten können. Ich muss ja nicht direkt gleich werfen. Das war wieder die Triple 20. Und jetzt nur noch die 1. Bitte, bitte, bitte. Ich muss die 1 schaffen. Aber ich glaube, ich habe genauso viel Darts wieder geworfen wie beim letzten Mal. Ja, 10 Würfe, schade. Da habe ich mich nicht verbessert. Einmal möchte ich das noch versuchen. Ich muss auf jeden Fall Wedge versuchen zu schlagen. So ehrgeizig bin ich schon. Komm schon, Cloud, diesmal schaffen wir's.
Triple 20. War aber haarscharf gerade. So, nochmal die Triple 20. Nochmal die Triple 20. Besser geht's nicht. Naja, immerhin die 20. Okay, die Triple 7. Jawohl, in der dritten Runde geschafft. Wie viele Fälle habe ich jetzt gebraucht? Es waren auf jeden Fall weniger als vorher. 7 Würfe. Ich bin auf Platz 1. Trophäe erhalten. Bullseye. Ja, nice. Das wollte ich hinkriegen. Ich hätte es jetzt auch nicht noch ein viertes Mal probiert. Aller guten Dinge sind drei, sagt man ja so schön. Hey Kumpel, hier für dich. Kriegt derjenige, der beim Dartspielen einen neuen Highscore aufgestellt hat. Nimm schon. Wenn die Mission vorbei ist, sollten wir alle mal eine Runde Dart spielen. Alles klar, Wedge. Hey Kumpel, pass auf dich auf. Ja, mach ich. Ich würde sagen, wir sind am Ende dieser Folge. Es hat wirklich Spaß gemacht, auch das Dart spielen jetzt zum Schluss. Wenn euch das Remake genauso gut gefällt wie mir, könnt ihr das gerne in die Kommentare schreiben, was eure Eindrücke doch dann so sind. Was ihr noch für alte Erinnerungen an das Originalspiel von 1997 habt, würde ich mich sehr freuen, da einige Sachen zu lesen. Ich bedanke mich bei jedem fürs Zuschauen. Wenn ihr möchtet, lasst doch eine Bewertung da. In der nächsten Folge geht's nahtlos weiter mit Final Fantasy VII.